Herzlich willkommen zu Blitzvideo, Ausgabe 9. Wie immer an dieser Stelle kurzes Feedback zur letzten Ausgabe. Das Thema der letzten Ausgabe war ja Doku-Soaps, Daily-Soaps. Ich habe euch also gefragt, guckt ihr auch ab und zu mal so Sendungen wie Verdachtsfälle oder Berlin Tag und Nacht? Wenn ja, was haltet ihr von solchen Sendungen? Und da habt ihr auch wieder fleißig kommentiert. An dieser Stelle vielen Dank dafür. Zum Beispiel unter Facebook schrieb unser deutsches Fußball-WM-Model, die Anna Bahr, jeder sagt, er guckt sowas nicht. Aber sie tun es doch alle. Ja, auch ich. Nur nicht regelmäßig. Dank der nicht so freundlichen Einzelhandelsarbeitszeiten. Was mich begeistert, kann ich gar nicht genau sagen. Allerdings ärgert es mich, dass alle das Gleiche machen. Und am schlimmsten ist das Ersetzen eines Darstellers. Die setzen einem einfach ein vollkommen anderes Gesicht vor die Nase und man kann oder man muss jetzt damit klarkommen. Das Problem kenne ich nicht, weil ich solche Sendungen mit Berlin Tag und Nacht nicht gucke. Glaube ich. Dann Stefanie Dücker schrieb, ich liebe Schwiegertochter gesucht. Ja, auch ich kenne diese Sendung und ich muss zugeben, ich gucke da manchmal auch ganz gerne rein. Iris Wegner schrieb, von A bis Z alles mal angeschaut. Das geschwollene Schauspielern kann manchmal sehr amüsant sein. Aber auf die Dauer, meh. Dann Thorsten, das Unikat. Ich finde die älteren Daily Soaps noch im Grenzbereich. Die neuen wie Berlin Tag und Nacht und Co., oder das RTL Trash TV wie Verdachtsfälle und Konsorten ist sehr grottig gemacht. Auch diese Sendungen, die angeblich zeigen, was Polizisten, Zöllner etc. bei ihrer täglichen Arbeit alle so erleben, ist sehr laienhaft gefaked. Zurückzuführen auf eine schlechte Redaktion und billig Produktionsfirmen. Allerdings schaue ich von Anfang an Unter uns. Das ist bei mir Kult. Aha, Thorsten, Unter uns. Dann auf YouTube schrieb Smoke of Horror. Das ist ein Name, ne? Da die Schauspielkunst der deutschen Soaps nun mal nicht vorhanden sind, braucht man ein Fass Guinness, damit man es ansehen kann. Dann bin ich so betrunken, dass ich die Maus nicht mehr finden kann, um den Browser zu schließen. In Klammern, ich habe keinen Fernseher. Ich habe bemerkt, dass viele typische Familien, die nichts anderes essen als Nudeln mit Ketchup, diese Scheiße genießen. Einerseits eine gute Strategie, den Menschen, die der momentanen Massenverdummung nicht widerstehen können, können natürlich viel einfacher kontrolliert werden. Sorry, aber nee. Dann Volksfestchecker, alias Michi Peter, wie ich erfahren habe, schrieb, ich halte nicht wirklich viel von solchen Serien. Vor allem Serien, die eh nur rum und streiten sich. Was? Vor allem schreien die... Ach so! Müller kann nicht mehr lesen. Sorry, mein Fehler. Müller, liest doch einfach, was da steht. Nochmal. Also, alias Peter, Michi Peter schrieb, ich halte nicht wirklich viel von solchen Serien. Vor allem schreien die eh nur rum und streiten sich. So. Ein schwieriger Satz für Müller, aber er hat es ja dann letztendlich doch geschafft, mit Fehler. Ja, vielen Dank dafür nochmal. Ne? Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieser Ausgabe, die da lautet Beschwerden bei der Lebensmittelindustrie. Folgende Situation. Vor einigen Jahren habe ich eine Kraft-Tomaten-Ketchup-Flasche in der Hand. Ihr wisst vielleicht schon, welche ich meine, also die mit den 28 Kilogramm gereiften, sonnengereiften Tomaten drin in jeder Flasche. Auf der Rückseite des Etiketts standen bei Kundenservice standen Hinweis, falls Sie mit einem Produkt unseres Hauses nicht zufrieden sind, senden Sie es einfach zurück und Sie erhalten umgehend Ersatz. Das wollte ich natürlich genauer wissen oder wollte das mal ausprobieren. Bin mit der Flasche also raus bei uns im Garten, habe mir Stöcker geholt, also so Zweige, habe die zerkleinert. Hab die Tomatenketchup-Buddel aufgeschraubt, hab die Stöcker reingetan, die Ketchupflasche zugedreht, geschüttelt, ja, und hab die in Paket, beziehungsweise hab die dann zu Kraft per Post hingeschickt,
Mit so einem Begleitschreiben. Ich hätte so eine Flasche Ketchup im Lebensmittelhandel gekauft und da waren Stöcker drin. Wie kann das sein? Habt ihr keine Qualitätskontrolle? Ich hätte mich ja verschlucken können. Ich habe dann nach 2 Wochen habe ich eine Antwort bekommen von denen, beziehungsweise ein Paket sogar, wo dann drin war Kraft Spaghetti, Kraft Soßen, Kraft Senf, alles Mögliche. Auch ein Schreiben war natürlich dabei, wo dann drin stand, ja, wir können uns das auch nicht erklären, dass da Stöcker drin war in unserem Ketchup, zumal bei der Produktionsstätte gar keine Bäume irgendwo in der Nähe sind. Und da bin ich natürlich auf den Geschmack gekommen. Dann habe ich einige Tage später eine Flasche Warsteiner in der Hand, habe die gedreht und auch da war natürlich der Hinweis drauf, falls Sie mit einem Produkt nicht zufrieden sind, schicken Sie es einfach an uns zurück und Sie erhalten den Ersatz. Ja, Müller, schnell eine E-Mail aufgesetzt und ich habe dann geschrieben an Warsteiner, das Bier war schal. Warum? Hab dann per E-Mail eine Antwort bekommen, das ging recht schnell. Und zwar sollte ich die Bierflasche unfrei ans Labor, also an Warsteiner schicken. Ne? Habe ich zurückgeschrieben, naja gut, die Flasche ist ja leer, da ist ja kein Inhalt mehr drin. Da haben die wieder zurückgeschrieben, mach nichts, weil es ist immer ein bisschen Restflüssigkeit in der Flasche drin. Schicken Sie es einfach unfrei ans Labor und wir kümmern uns. Und da habe ich überlegt, scheiße, denn dann fahren die ja, dass mit der Flasche überhaupt nichts ist. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe es per Post dann unfrei an Warsteiner geschickt und habe nach 2 Wochen auch da von Warsteiner ein Paket bekommen. Mit dem Begleitschreiben, Sie hätten da wohl nichts Ungewöhnliches festgestellt. Nichtsdestotrotz kriegen Sie ein Warsteiner Geschenkpaket. Und da war drin, hier so ein Warsteiner Glas war drin beispielsweise. Und davon 4 Stück von den Gläsern. Denn hier so ein Warsteiner Untersetzdeckel, Feuerzeug von Warsteiner, so ein Original Warsteiner, habe ich das Ding noch? Ja. So ein Flaschenöffner, also richtig hochwertig. Und 8 Flaschen Bier von Warsteiner. Also hat einen Wert von 20 Euro. Ich dachte, Mensch, das lohnt sich ja richtig. Dann habe ich Original Wagner habe ich angeschrieben. Und zwar habe ich geschrieben, bei der Pizza Salami fehlte eine Scheibe Salami. Unakzeptabel. Akzeptiere ich nicht. Habe dann von Wagner eine Antwort erhalten und habe von denen so eine Original Wagner Kühltasche bekommen. Geil. Ein paar Monate später habe ich Wagner wieder angeschrieben. Da habe ich mir irgendwas ausgedacht. Ich weiß das nicht mehr. Und erst wollte ich in der Mail schreiben, bitte Kinders, keine Original-Wagner-Kühltasche, weil die habe ich schon. Da habe ich tatsächlich auch was anderes bekommen, sondern ein Original-Wagner-Pizzarad habe ich bekommen. Also auch richtig hochwertig, hat sich wirklich gelohnt. Und dann habe ich mich noch bei Ferrero beschwert, und zwar mit den Kinder-Schokobons. Da waren 5 Schokobons in der Tüte drin, die waren eingeknickt. Akzeptiere ich nicht. Ja. Und auch da noch einer Woche von Ferrero, so ein Paket mit Hanuta, Duplo, Kinderriegel, alles Mögliche drin. Ja, zu guter Letzt habe ich mich noch bei Iglo beschwert, bei den schicken Nuggets, wo auf der Verpackung steht, 12 Stück sind drin, waren keine 12 Stück drin. Es fehlt ja einer. Und das war tatsächlich so. Es waren 11 Stück drin. Habe mich dann schon gefreut auf die Prämie, die ich bekomme. Was kriege ich? Hier. So ein Iglo-Stoffbeutel. Also, falls ihr euch mal bei Iglo beschweren wollt, lohnt sich nicht. Blödsinn. Jetzt natürlich meine Question an euch. Habt ihr euch schon mal bei der Lebensmittelindustrie oder beim Hersteller irgendwie beschwert? Wenn ja, habt ihr irgendwie eine Antwort erhalten? Oder habt ihr sogar auch so ein Paket oder sowas behalten? Bekommen, vielmehr. Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare auf Facebook oder auf YouTube. Und das Ergebnis bekommt ihr natürlich wieder nächste Ausgabe von mir präsentiert. Ja, meine Lieben, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, denn es kostet nichts und tut nicht weh. Ne? Okay, bis zur nächsten Ausgabe von Blitzvideo. Tschüss!